österreichische Radiosender, die waren damals ab 22 Uhr, wurde da neue, interessante Musik gespielt, ungehörte Musik für mich. Und da habe ich immer heimlich Radio gehört, weil die Eltern waren im Bett um 22 Uhr. Und mir war das einfach wichtig, die neuesten Musiksachen da anzuhören. Und das war erst ab 22 Uhr, das habe ich ganz leise dann in meinem Zimmer gehört. Das war eigentlich verboten. Und Thomas Gottschalk, Pop nach 8 war natürlich wichtig. Und als Kind hat man natürlich Dieter Thomas Heck, die Hitparade. Und da waren ja auch schon internationale, nein, nicht internationale, aber Coverversionen von internationalen Hits in der deutschen Version. Also waren wir da schon. Das war, fand ich auch toll, Dieter Thomas Heck. Und viel Radio gehört. Es gab halt damals kein, da war ich zu jung für Clubs. Und ich, soweit ich mit meiner Mutter das mal irgendwie nochmal herausbekommen habe, hat die dann Singles gekauft auf Flohmärkten oder so. Und da waren zu Hause waren Plattenspieler und da lagen immer so 7-Inch Singles, Schlager und auch so ganz wichtig Ketel Compilation. Und da war von Slade, Uriah Heep bis Susie Quattro alles drauf, was man was aktuell war. Da waren wir so 12, 13. Aber es war halt schon so eine Compilation, wo die besten Sachen bis der letzten 3 Monate zusammengestellt waren. Und das fand ich, das haben wir immer gehört. Das war eine Stereoanlage, Plattenspieler, Kassettenrekorder, Radio. Und das waren so Kompaktanlagen. Das finde ich eigentlich schade, dass es so nicht mehr gibt in einer hohen Qualität. Und da konnte man ja schon vom Radio mit Kassettentape, Record und Play, hast du ja schon deine eigenen Mixer gemacht. Das waren ganz klar die Anfänge. Dann Kassette gerissen, dann aufgeschraubt und wieder zusammengeklebt. Und das waren schon die ersten Mixer eigentlich. Und ich wollte dann auch nie was, weil man konnte es ja überspielen, nochmal neu. Und dann verliert man zwar die anderen Lieder, aber das war schon so ein Sammeln und Kompilieren von oft von Stücken, Police und. Und das war noch UFO, war so eine Heavy Metal Band. Und da habe ich mich schon so für ungewöhnliche Sachen interessiert. Und hatte aber nicht das Geld zum Platten kaufen. Das kam dann eher so mit 17, 18 hatte ich eine Betriebsschlosserlehre und da war plötzlich viel Geld da. Und das habe ich alles in Platten und Kleidung investiert. Alles. Kleidung und Platten war das Hauptthema. Also Fashion, Musik, Kunst noch weniger. Und das war schon klar, dass das meine Hauptthemen sind. Gab es so eine spezielle Band, die dich besonders geprägt hat damals? Es gab viele Bands. Meine erste Punkplatte, glaube ich, war Undertones. Es kann sogar sein, dass es 76 war. Da war ich eigentlich viel zu jung, aber das fand ich ganz toll. Die hatten nur immer so teilweise 1-Minuten-Stücke oder 2 Minuten. Damit war schon alles erzählt und dann. Ich glaube, die ersten Platten, die ich dann so gekauft habe, waren Platten von Otto. Der war ein Komiker, aber der hat auch Musik. Das ist musikalisch nie, aber es war halt. Anders kann ich mich erinnern, dass man Otto Walkes und Fredi Fesel und so, das fanden wir lustig. Aber so die ersten, mein Bruder hat Pink Floyd viel gehört und ich hatte Iron Maiden. Fand ich stark. Und so eher so Heavy Metal. Weißt, vor Punk noch. Aber auch schon Kraftwerk. Das war ein klares Thema. Also Autobahn war für uns. Wir sind dann auch hier mit dem Ford Fiesta oder was halt, wo man noch keinen Führerschein hatte, ältere Freunde sind rumgefahren hier und haben Kraftwerk gehört im Auto. Das war schon deutlich und wichtig und da war schon elektronische Musik. Das war dann. Die ganze Krautrock-Sache hat man so, also ich sage jetzt nicht Krautrock, das kommt ja von den Engländern, ist ja ein bisschen bösartig. Ein deutscher Musiker wird nie Krautrock sagen, es ist immer kosmische Musik oder elektronische, kosmische Musik. Das war dann auch schon Thema, aber das wusste man gar nicht, dass das später Can und so weiter, dass das da in so ein Krautrock-Genre eingeordnet wird. Und